Hallo, es ist wunderbar, hier in Salzburg zu sein. Mein Deutsch ist schrecklich, aber ich versuche zu sprechen. Okay. Das ist eine Harfe, es ist eine elektrische Harfe. Als ich ein Kind war, ich wusste nicht den Unterschied zwischen den Instrumenten, aber ich weiß nur, dass ich liebte die kleinste Instrumenten, das du kannst in der Posch getragen. So, ich war auch in der, ich hörte einen Tag einen Mann, der spielt diese klitzeltiny Instrument und er spielt wie das. Harmonika. Aber ich habe keine Ahnung, dass das ein Harmonika war. So ich habe ihm gefragt, was spielst du? Und er sagt zu mir, Darling, this here is a blues harp. I'm playing me some blues. Und ich dachte, ich will auch Blues spielen. Und ich will auch ein kleines Instrument wie das haben, den ich kann in der Posch getragen und ich kann in Partys gehe zu dem Band und ich will mit dem Band spielen und dann werde ich popular sein. So ich habe meinen Eltern gesagt, ich will eine kleine Bluesharp haben, ich will eine kleine Bluesharp haben, so es kommt mein Geburtstag und sie sagen, schließen die Augen, wir haben ein kleines Geschenk für dich. Aber sie haben das gesagt auf Englisch, obviously. Okay, und so, ich habe meine Hände so wie das. Und ich warte auf diese kleine Blues Harp. Und ich warte, und wann ich habe meine Augen geöffnet. Und ich sah etwas ein bisschen wie das. Ich sage, was hast du mir gekauft? And they said, don't you be so particular. Es ist ein Harf. Es ist die kleinste, das ich habe gehabt. Und ich habe kein auf Blue gehabt. So in diesem Moment, I learned, dass du musst sehr deutlich sein, wann du fragst für etwas. So many years later, ich habe einen Mann gehabt. Ein Mann, exakt. Ja, er lebte, aber nicht mit mir. Okay. So, und er war nicht sehr expressiv, romantik. Und so, ich fragte ihn, ob er könnte sehr mehr romantik sein. Und er sagte, he asked me, was soll ich sagen? So, ich habe dieses Lied komponiert für ihn, zu mir. Zu singen. It goes like this. One more time. I love you just the way you are. Every wrinkle, every scar, and every line upon your face. Believe in love with you and me.
great. Thanks for being here, Deborah. It's so much fun, really. We love it. We love it, we love it, we love it. Ah, das Konzert heißt Two Hip Hops. Ganz kurze Geschichte, warum wir überhaupt zusammengekommen sind. Die Evelyn Huber kenne ich ja seit, ich glaube, wir kennen uns seit 19 Jahren über Quattro Nuevo. Es gibt da auch ein cooles Bild, das man übrigens kaufen kann draußen, hängt es beim CD-Shop. Evelyn mit Moises, Dancing, wo war das da? Bei München irgendwo haben wir Open Air gespielt, ein cooles Konzert. Und da war schon, da hat die Evelyn gesagt, wir könnten mal zu zweit was machen. Sagt, boah, ein ganzes Hafen, ein ganzer Hafenabend, boah, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Na, da gibt es ein cooles Konzert von Deborah Hanson Conant, horch dir das einmal an. Dann, das war gar nicht so leicht, weil es gab keine Aufnahme davon. Ja, ich spreche auf Deutsch, aber du verstehst eh alles, gell? Also fast alles. Und dann habe ich gesagt, du, bin interessiert, was können wir noch? Dann, es ist ja nicht so oft, aber Evelyn komponiert, Deborah komponiert. Ich habe gesagt, na, lasst uns doch so eine Geschichte machen. Und dann hat die Evelyn gesagt, lass uns doch dieses Sognando auf CD Welt erst einspielen. Das haben wir gemacht. Das war ganz gut, da gab es ja dieses C-Wort, das hat uns ja ziemlich viel freie Zeit verschafft, gell? Und wir haben gesagt, dann nehmen wir jetzt eine CD auf, die gibt es auch heute zu kaufen und die ist, das muss man jetzt einfach sagen, die ist Opus Classic nominiert. Wir haben ihn dann nicht gewonnen, aber Applaus für Evelyn, Opus Classic nominiert ist dieser. Und einige von euch waren sicher dabei. Wir haben ja dann ein Konzert gespielt, damals im Kongresshaus, mit eigentlich fast dem Programm auf der CD. Auch Sognando war drauf und ein paar Stücke von dir, Lavendel, Nilade. Und dann hatten wir da Kontakt mit der Deborah, weil wir sind das Stück. Wir haben gesagt, wenn wir es aufnehmen, dann bitte reden wir, was kann man noch, gibt es noch irgendwas? Weil wenn man so Stücke, ja, spielt, also oder komponiert, dann verändern sie sich ja. Also Anton Bruckner, siebte Sinfonie, gibt 6 Fassungen. Ja? Und das ist bei Deborah Hansons Hafenkonzert nicht anders. Und ich gesagt, wenn wir es jetzt einspielen, wo hast du noch Wünsche, wo können wir noch was ändern? Und dann haben wir tatsächlich eine Einspielung gemacht. Ich glaube, I think you are very satisfied with our recording. Beautiful. You must buy it. Und dann haben wir uns kennengelernt und dann hat er gesagt, Evelyn, jetzt machen wir das Konzert, aber lass uns, wir haben 25-Jahr-Jubiläum, lass uns doch die Deborah einladen. Und dann haben wir gefragt und die haben gesagt, ja, I'll come to Salzburg, ja. Und stimmt's nicht ganz, habe ich jetzt was Falsches erzählt? Okay, na bitte, aber nicht zu viel reden, weil wir reden ja alle drei so viel. Es ist ja, früher hieß ja die Konzertreihe Symphonic Talk, aber den haben wir rausgeschmissen, jetzt ist es nur mehr ein schönes Abendkonzert, bitte. Du reißt mir dann das Mikro einfach wieder aus der Hand. Na, ich muss zu dem kleinen C-Wort noch was sagen, weil wir haben monatelang schon nicht mehr miteinander musizieren dürfen, weder das Orchester als auch ich, auf der Bühne stehen und Musik machen. Und wir haben uns getroffen in dem Aufnahmeraum und vielleicht ist es auch nur meine subjektive Wahrnehmung, aber wir haben die ersten Takte gespielt und wir waren so gerührt, dass es wieder möglich war, miteinander Musik zu machen. Also ich hatte Tränen in den Augen, ich weiß nicht, ich glaube du auch, ich habe es gesehen. Und darum haben wir die CD auch so genannt, wir haben die Joy genannt, weil es einfach so ein Riesenfest war, wieder miteinander Musik machen zu dürfen. Und dieses Orchester ist wirklich unglaublich toll. Dankeschön. Tada, tada. Ja, und jetzt stehen wir da zum Jubiläum 25 Jahre. Deborah ist hier, die zwei haben gejammt im Dachboden in der Moosstraße, wo wir auch unser Büro haben. Also du bist ja jetzt schon seit 10 Tagen da, glaube ich. I think 10 days and they had a nice time, sometimes a beer, sometimes a wine und immer wieder Stories und two harps in der Dachboden. Und jetzt, jetzt geht's weiter, oder? Jetzt haben wir genug geredet. Auf geht's. Thank you.
Vielen Dank. Sie merken schon, es macht uns eine große Freude. Das letzte Stück, was Sie jetzt gerade gehört haben, heißt Somerville Samba. Und zwar haben Deborah und ich auch eine gemeinsame Geschichte. Folgendes ist passiert. Ich war 17 Jahre alt, ein Bauernkind, und ich bin irgendwie zu einem Harfenkurs nach Freising gerutscht. Ich weiß nicht mehr, wie das zustande kam. Und es war eben ein Kurs bei Deborah. Und ich bin nach Hause gekommen, ich hatte damals ein kleines Shetland-Pony und habe einen Ausritt gemacht, und es hat mich so gefesselt, es hat mich so angetriggert, ich bin die ganze Zeit auf diesem Pony gesessen und habe nur duben, 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 duben. Irgendwie hat mich das total angefixt, und ich wusste, das will ich beruflich machen. Es hat mir total gefallen, und es war eben ein Kurs bei Deborah, und wir haben uns dann 10 Jahre später nochmal getroffen. Und zwar wusste ich, ich muss zu dieser Dame nach Somerville, Massachusetts, bei Boston, habe mich eingemietet im Nachbarhaus bei dir. Du hast mir eine Harfe hingestellt, 2 Monate, und wir haben jeden Tag ein bisschen gearbeitet. Manchmal waren es nur 5 Minuten, manchmal ein wenig länger. So, das ist unsere gemeinsame Geschichte, und eben dieses Stück, was Sie gerade gehört haben, das ist genau im Nachbarhaus von Deborah entstanden. Und jetzt geht's weiter, ein Stück mit mir alleine, eine Eigenkomposition ebenso, und zwar eine Impression. An der korsischen Küste wiegen sich die Halme des Lavendel, und so heißt das Stück auch. Thank you.
Das war so schön. So, ich bemerkte, als ich da saß, dass es gibt viele Geigen auf dieser Bühne und eine Harfenistin. Und ich habe bemerkt, es gibt zwei Harfen hier. Und ich denke, wir sollen mehr Harfen auf jeder Bühne. So, ich habe eine Frage. Gibt es jemand in dieses Publikum, wie spielt der Harfe? Ah, aha. Okay, okay. Wir brauchen zwei, zu die Bühne zu kommen, zu spielen diese Harfe. Die zwei. Ja, komm. Okay. Sehr brav. Is that right? Was ist das Wort? Yes. Okay. 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 Okay, so was wollen wir spielen? Du hast meine Blues-Story gehört? Ja, okay. So kennst du dieses Stück New Blues? Okay. We got a piece. We're going to play it. Gibt es Fragen? Nein? Kein? Du hast keine Fragen und Antwort-Sections in your concerts? Okay, fine. Here's an answer. 47. What's the question? Exactly! Yes! Correct question. Okay. One, a two, a one, two, three. Thank you.
Als ich Kind war, meine Mutter hat immer gesungen, morgen, mittags und der Nacht. Er singt immer. Und jeden Morgen, sie würde in mein Zimmer kommen und sie macht Whack, nicht an mich, an meinen Kopf küsse. Und all dieser Staub war in der Luft gefliegen. Und in der Sonnenlicht diese, was heißt das, was ich sage, das Staub, es sieht aus wie Sterne. Und es fängt an, diese Sterne zu fangen. Und dann hat sie an mir gesungen, einen Morgenlied. Und dann sie war meine Lasch. Und jede Nacht, sie würde in mein Zimmer wiederkommen und sie würde ein Wiegenlied singen. Und dann, sie war mein Nachtigall. Many's the time passing, can't pause. Soon is the mind.
sleeps alone in the sun. Darauf passt ein Stück, das ist mir eingefallen am Ufer des Nils in Ägypten. Es hätte eine Ballade werden sollen. Es ist ein bisschen schneller geworden, aber es trägt jetzt den Titel Nilade. Stellen Sie sich vor, die Wellen, die Tropfen, die Wassertropfen. Wir versuchen das jetzt musikalisch für Sie. Schön, dass Sie da sind, umzusetzen.
Geschichten. Und mein Lieblingsgeschichte ist Die Fänger im Roggen. Kennst du dieses Buch? Der Fänger im Roggen. The Catcher in the Rye. Und in diesem Buch, ein junger Mann, er fragt selbst, was werde ich sein, wenn ich Erwachsener bin? Und er denkt an dieses Lied. If a body catch a body coming through the rye. Und du denkst, was meinst das? Und was, wenn es gibt ein grandes Feld von Roggen und es gibt auch einen Klipper, ein großer Klipper und es gibt viele Kinder, wer spielt in dieser Roggen? Und jemand muss ihn beschützen von dieser Klippe, so sie kann frei spielen. Und ich bin das. Ich bin der Fänger in der Roggen, so diese Kinder kann ganz frei sein. Body coming through the rye. If a body kiss a body, meet a body cry. All the lassies, they have their laddies, and all on me when I
eine Geschichte mehr. Und diese Geschichte ist in drei Teile. Und diese Geschichte ist die Traumen, drei Traumen. Ein Traum von einem Kind, der hat keinen Vater, aber er hat ein Sombrero. Und er denkt, dass dieses Sombrero war sein Vater. Und dann das Hut, die Sombrero hat einen Traum, dass dieses Kind war sein Kind. Und sie hat zusammen zu tanzen. Und die Herz von den beiden war so voll von der Liebe. The hat and the child. Dass der Herz, die Hütte, ist explodiert. Und er fliegt aus dem Fenster. Und das Lieb wohnt immer in die Herz dieses Kind. Das ist der erste Traum. Der zweite Traum, dieses Kind ist erwachsen, ein bisschen, eine junge Frau. Und er denkt an Liebe. Und falls er wird Leben mit einem Mann haben. Und sie macht einen Walz allein mit diesem Traum von a lover, someone she could love. Und in der dritte Traum, diese Frau ist ganz erwachen. Und sie ist in ihrer Sein, was aber, voll Power. Und sie ist jetzt eine Tänzerin. Sie ist eine Flamenco-Tänzerin. Und sie ist in einer Troupe von Flamenco-Dancers. Und diese Troupe hat ein neues Gitarre gekauft. Und sie hat keine Ahnung, dass dies war nicht nur eine Gitarre, es war auch eine Saitmaschine. Und jeder macht so, sie geht mehr und mehr in der Vergangenheit. Aber sie hat das nicht bemerkt, dass sie waren in der Hof von Marie Antoinette. Alle anderen Leute, sie tanzen den Minuett. Und diese Frau, das war ein Kind und das war ein Jungfrauentraum, sie hat in aller seiner Power kommen in dieser Minuett und sie hat das gemacht in ein powerful Flamenco Barock Gemisch. Und das dritte Teil heißt Barock Flamenco. So, ich bitte, will you tell us this story? Oh, und es heißt Soñando in Español. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
wir ein mehr spielen. Ich sage, dass jemand soll die Experience mit einem Orchester zu spielen, okay? So, can you put this on? I can't get this on. Vielen Dank. So, diese Lied, alle Leute haben Percussion mit alle Zeit. Das ist Percussion, okay? Das ist Percussion. Du auch hast Schlüssel, ja? Und andere Seite, Kleingeld. Es ist Percussion, okay. So, dieses Lied hat eine Melody. Und das Melody geht komm sa. And you clap. We have a melody that we all play, und dann kommt ein solo for the woodwinds, und dann kommt ein solo for the brass, und wann sie haben solo, du bist tacit. Tacit, okay? Dann kommt, wir spielen die Melody again, dann kommt ein strings solo, und dann ein harp solo, du bist tacit, und dann kommt das Melody, und dann kommt das Publikum solo. Okay, the cue for das Publikum solo, du musst listen very carefully, ist Arriba! Wenn ich sage Arriba, du fängst an, diese Sachen zu machen. Du musst probieren, ein bisschen, just, okay. Arriba! Und Percussion? Okay, excellent, okay. Und dann, du brauchst dein cue to stop. The cue to stop goes like this. Du musst auch, very good. Es ist sehr gesund. Okay. Ha. Okay, excellent. Dreimal. Okay. I think they have it. Okay.